liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, liebe Auswärtige, Sie wissen alle, am Bahnhof ist ein Zug entgleist. Dafür können diejenigen, die K21 wollen, nichts. Denn wenn es nach uns gegangen wäre, wäre der Bahnhof längst für wenig Geld saniert und würde leistungsfähig bleiben und wäre der beste Bahnhof Europas. Ich muss schon sagen, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, mit Menschen zusammenzustehen, die Jahr aus, Jahr ein, sommers wie winters, für ihre Rechte als Bürger und für den Schutz des Herzens ihrer Stadt auf die Straße gehen. Dieser überaus starke Wille, etwas Lebens- und Liebenswertes zu schützen, hat unsere Bürgerbewegung erst möglich und dann so stark gemacht, wie sie immer noch ist. Unsere Gegner haben versucht, und sie tun es noch, uns durch Beleidigungen und durch die schrittweise, oft willkürliche und brutale Zerstörung des Schlossgartens, des Monatsbaus und vielleicht auch des Rosensteinparks mutlos und mundtot zu machen. Gelungen ist es ihnen nicht. Warum aber sind wir immer noch hier, wo doch die Symbole, an denen wir so hingen, dem Erdboden gleichgemacht worden sind? Wo doch eigentlich nach Einschätzung der Gegner die Hoffnungslosigkeit sich breit machen müsste? Weil wir trotz allem Dinge erreicht haben, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass wir sie wollen könnten. Zum Beispiel ist der unbedingte Wunsch nach echter Bürgerbeteiligung und ausführlicher Information der Bürgerschaft aus der Politik und dem Alltag nicht mehr wegzudenken, nicht nur in Baden-Württemberg. Und wir werden mehr und auch endlich funktionierende Bürgerbeteiligung bekommen, wenn wir dranbleiben. Natürlich haben wir erlebt, wie die Vertreter und Betreiber von S21 vieles versprochen haben und sich an nichts gehalten haben. Sei es nun nach der Schlichtung oder beim sogenannten Filterdialog. Alle Welt konnte mit ansehen, wie die Vertreter der damaligen Landesregierung und der Bahn beim Stresstest versucht haben, ein mangelhaft für ihren unterirdischen Blödsinn in ein sehr gut umzuschwindeln, und sie machen weiter damit. Aber wir werden ihnen das nicht vergessen. Die Sicherheit derer, die mit einer gewonnenen Wahl glauben, in allem Recht zu haben, nimmt ab. Wir müssen aber klar erkennen und auch benennen, dass eine von Werbestrategen gewonnene Abstimmung demokratisch nichts wert ist. Werbestrategen, ja, es ist nichts wert. Werbestrategen können heutzutage mit entsprechenden Mitteln fast jede Wahl gewinnen. Das spricht aber nur für ihr Können als Werbestrategen, sagt aber nichts über ihre Ziele und Inhalte aus. Und uns geht es um Inhalte. Wir wollen demokratische Prozesse auf der Grundlage des Informiertseins, der kritischen Hinterfragung und nicht auf der Grundlage von Verblendung und Täuschung. Es geht um die wahrheitsgemäße Aufklärung von wahlberechtigten Bürgern. Und wir müssen nach und nach die bittere Wahrheit anerkennen, von welch großer Werbemaschinerie wir hinters Licht geführt worden sind. Wir müssen lernen und
wir müssen lernen, wie umsichtig man in Zukunft mit Wahlveranstaltungen wie zum Beispiel Volksabstimmungen umgehen muss. Es wäre zu hoffen, dass möglichst bald mehr und mehr Bürger unseres Landes trotz der Werbetrommelei der Befürworter erkennen, dass nicht eine als Volksabstimmung getarnte Werbeveranstaltung ausschlaggebend sein darf, sondern eine Wahl nach ausführlicher Information der Bürger. Das hätte zum Beispiel gleich nach der Schlichtung stattfinden können, die eine gute Informationsveranstaltung war, auch wenn Herr Geißler dann sein Rückgrat verloren hat am Ende. Hier wurde nämlich zum ersten Mal für alle Bürger, die das wollten, sichtbar, wie bei Stuttgart 21 getrickst und getäuscht wurde. Demokratie funktioniert aber nur mit gut informierten, mutigen Bürgern. Bürgern, die sich einsetzen und den Mut haben, zu widersprechen, wenn es sein muss. Wenn die etablierten Medien mit ihrer kritischen Informationsmöglichkeit versagen, wie das bei Stuttgart 21 der Fall war, dann müssen wir uns selber helfen. Vor zwei Jahren, exakt am 30. September, am Schwarzen Donnerstag, ist eine Bürgerzeitung aus der Bürgerschaft in Stuttgart entstanden. Das ist die Monatszeitung 21. Und sie ist völlig unabhängig von Konzernen und Parteien, weil sie ausschließlich von Bürgern getragen wird. Das ist einmalig in der Geschichte der Bürgerbewegungen, dass eine Zeitung so lange durchhält. Und damit, ja, ein Applaus dafür. Damit aber diese Zeitung weiter existieren kann, braucht sie die Unterstützung von uns. Braucht sie in den nächsten Monaten etwa 3000 weitere Abonnenten. Dann ist sie endlich in sicherem Fahrwasser und die Mitarbeiter müssen sich nicht mehr ausbeuten. Wenn wir diese Zeitung verlieren, verliert die Bürgerbewegung ein wichtiges, ein großes Forum. Und wir sind dann ganz alleine schuld daran. Lasst uns ganz praktisch etwas tun. Für uns und für die Stadt. Abonnieren Sie die 21 oder werden Sie Mitglied im Verein für Pressefreiheit Artikel 5. Die beiden Stände dafür sind da hinten. Beides unterstützt wirklich unabhängige Presse in Stuttgart und darüber hinaus. Wir werden nicht nachgeben, bis es möglich wird, unsere Erfahrungen und unser Wissen in die Gestaltung der Gesellschaft und der Stadt einzubringen. Liebe Freunde, liebe Anwesende, wir haben die Goldader der Demokratie gerade erst angebohrt. Es ist noch viel Stein dabei und wir werden noch einiges an Staub schlucken müssen. Aber eine gerechtere Gesellschaft ist möglich. Eine Gesellschaft, in der die Menschen nicht für dumm verkauft und ausgebeutet werden. Ein erster Schritt dahin waren die Landtagswahlen vom März 2011. Ein nächster soll in gut einer Woche folgen. Manch einem von uns geht das alles nicht schnell und nicht weit genug. Aber ich bitte Sie, lasst uns nach der Devise vorgehen, in aller Ruhe keine Ruhe geben. Keine Ruhe geben, bis endlich nicht parteitaktische, nicht machtpolitische, nicht einseitig interessengeleitete Taktiererei maßgeblich sind,
nicht gesellschafts- und vermögensvernichtende Neoliberale uns irgendetwas vom Pferd erzählen, sondern endlich der gesunde Menschenverstand und politisches Können den Ton angeben. Ein stadtbekannter OB-Kandidat hat kürzlich erklärt, die Diskussion um den Gipskäuper ist beendet. Liebe Freunde, da frage ich mich doch, weiß das der Gipskäuper auf und verhält sich ordentlich? Es ist gut, es ist sehr gut, dass der Gemeinderat mit den Stimmen aller Parteien der Bahn verboten hat, dort herumzubohren. Das ist ein guter Anfang. Lasst uns unsere gewählten Vertreter zu weiteren sinnvollen Entscheidungen anspornen. Wie gesagt, die Symbole unserer Bürgerbewegung, die Flügel des Bahnhofs und der mittlere Schlossgarten sind verschwunden. Aber wir sind nicht mit ihnen untergegangen, weil es um mehr geht, um viel mehr. Lasst uns den Verlust ertragen und mit neuer Kraft die Stadt und die Gesellschaft immer weiter und besser gestalten. Zusammen mit den Politikerinnen und Politikern, die das auch können und nicht mit denen, die das nur versprechen und behaupten. In diesem Sinne, in aller Ruhe, keine Ruhe geben, oben bleiben.